Hallo ihr süßen Puppis und herzlich willkommen zur Dschungelnachlese Nummer 15. Ich habe heute die Herren Deluxe natürlich wieder an meiner Seite, ja. Und den DJ Divinity, der war nämlich heute im Rauschgold. Den kennt ihr natürlich alle, weil der ist nämlich wahnsinnig berühmt. Der hat bei Instagram ein Foto gepostet, der hat 700 Likes auf Instagram bekommen. Ich bekomme, wenn es hochkommt, 40. Schatz, 14. Ja, nee, 40, es sind schon 40. Ja. Schatz, du bist so berühmt. Ist dir das eigentlich klar? Ich auch. Ja. So, wir trinken erstmal einen Schnapp Wodka. Ach, naja, gut. Schneller. Ich bin heute nicht im Dschungel-Outfit, weil ich muss mich heute noch weiter auf einer Veranstaltung. Und da kann ich nicht im Dschungel-Outfit kommen. Und da habe ich mich heute so ein bisschen schick angezogen. Also, Prost. Darf ich deinen echten Namen im Internet sagen? Nein? Gut. Ich bin die Herren Deluxe. Ich bin heute ein bisschen betrunken. Ah, was? Du bist heute ein bisschen betrunken. So. War unerträglich heute. Wir machen es heute ganz schnell. Ich habe auch wirklich wenig... Kannst du alles lesen heute? Wo ist denn eigentlich mein... Das ist nicht der Notizblock. Ah, hier. Sie hat den falschen Zettel. Hier ist der richtige Zettel. Pass auf, jetzt ging los. Walter ist raus. Nee, das war doch schon gestern. Ja, Walter ist raus. Und dann hat nämlich Maren aus dem Nähkästchen geplaudert und hat gesagt, dass Walter, der fand das total cool, dass die ganzen jungen Mädels wie irgendwie Sarah Kulka und Tittenbitch, dass sie den halt irgendwie so angegiert haben. Ja. Und da hat er sich total cool gefühlt. Aber der ist 60. Der ist der bestaussehendste 60-Jährige. Und da hat die Maren hat dann zu der Tittenbitch gesagt, hey, sei mal vorsichtig, weil der will einfach nur bei eine Muschi rein. So. Du, Aurel, ja bestimmt. Und also wenn er das gemacht hätte, dann wäre die Galapagos-Schildkröte nicht ausgestorben. Mhm. So, da hat Aurelio hat dann noch zu der Tittenbitch gesagt, ey Tittenbitch, hör mal zu, Mann, ey, du bist sowas von mega naiv, ey, dass du das nicht gepeilt hast, Mann, dass der dich nur ficken will, ey, dass der nur einen wegstecken will, ey. Und hat die nicht verstanden, So, dann hat die erzählt, die hat bis vor einem halben Jahr, hat die einen Freund gehabt, und zwar war der Co-Pilot bei der Germania. Das war ja die... Sonja Zietlow, genau. Ja. Wie war das mal? Bei der Germania Airlines, das ist ja die Haus- und Hof-Airline von der Pegida. Ja. Und dann jetzt hat sie irgendwie, es flirtet sie mit einem Neuen, hat sie letztes Mal schon erzählt, der ist irgendwie wahnsinnig reich und mächtig, man weiß ja, nicht warum. Ja, es ist nicht der Bachelor. Nicht der Bachelor und auch nicht K-1. Uninteressant. Dann war irgendwie eine Spinne im Camp, so eine große Spinne. Die erste Spinne seit 15 Tagen. Da sind die seit 15 Tagen im Camp und haben noch nie eine Spinne gesehen. Ja. Also die Tittenbitch hatte voll Angst. Das war natürlich Nina Queer, diese Spinne. Ja, die verdient ja ganz, ganz viel Geld damit, dass sie immer die Tiere spielt. In der aktuellen Staffel. Ach. Ja, wusstest du noch nicht. Nee, bei Bild.de? Hat sie mir gestern am Telefon erzählt. So, und dann hat aber der Aurelio hat dann, weil der halt ist halt der Leitwolf, der hat die Spinne getötet mit einem Stein. Aber nicht wirklich. Meinst du, die hat... Nee, der hat den Stein raufgemacht und dann war sie so und dann so. So, dann war sie aber nicht tot. Uninteressant. So, dann ist er rausgewählt worden, der Aurelio. Divinity ist irgendwas. Du hast einen leuchtenden Schal. Der hat so einen tollen leuchtenden Schal. Ja. Also mal gucken, kann man das sehen? Das ist so ein bisschen wie so ein Kasperle. Das kann man gar nicht sehen hier. Doch, der leuchtet. Dann Aurelio ist raus. Er ist erstmal gleich schön mit dem Taxi in so einen Diner. Und der hat sich 7 Spiegeleier bestellt bei der Servicekraft. Der war total geil auf die Servicekraft. Ja. Der hat gesagt, oh, you're really sexy. Und auch auf die vorbeigelaufen. And I want to have 7X. Was heißt Spiegel? I have 7X. So hat er irgendwie Spiegeleier gegessen. Wahnsinnig lang. Ja, weil die Batterie war leer. Die musste wieder aufgefüllt werden. Was machst du denn, Schatz? Oh, guck mal, das wird jetzt länger. Oh, jetzt wird es auch länger, ja. Schatz, ja. Du willst nämlich mit drauf sein. Ne? Du bist auch so pressegeil. Ne? Ja. Du darfst auch was sagen, wenn du möchtest. Du möchtest nicht. So, und dann war auch schon die Dschungelprüfung. Da haben sie dann irgendwie, Maren hat sich selber reingewählt und die Tittenbitch. Ja. Und dann war auch Maren und Tittenbitch. Beide haben zwei Stimmen bekommen.
und dann zwei Spinnen bekommen. Und dann waren sie beide in der Dschungelprüfung. Da war erstmal ein Werbeblock. Ja, zum Glück. Und der Werbeblock, also ich habe den so sehnlichst erwartet, den Werbeblock, weil es war wirklich so wahnsinnig langweilig. Ja, Hashtag langweilig. Hashtag langweilig. Hashtag so, jetzt erzähl mir, die Dschungelprüfung. Da musste die Tittenbitch, musste der Maren Gilzer sagen, wo sie langlaufen muss, weil die Maren Gilzer hatte verbundene Augen. Verbundene so Augen, so eine Maske, ja. Ja, und da musste sie durch so Parcours durchlaufen. Genau. Es ging um links, rechts, vorwärts, rückwärts, was für die Tittenbitch sehr schwierig war. Weil sie natürlich links und rechts, die ist so wie Maren Gilzer, die Buchstaben nicht kennt, kann die rechts und links und geradeaus und hoch und ja, ja. Die kann nur harder. Kannst du bitte mal deinen WhatsApp ausmachen, Schatz? Ist ja furchtbar. Wer schreibt dir da gerade? Wer schreibt dir dann an? Bestimmt Mia. Rob van Rey. Wer ist das? Oh, keine Ahnung. So, dann musste die Maren musste dann da irgendwie durch so Sachen durch mit Spinnen und Schlamm und whatever. Und ja, und die musste aber die Tittenbitch hat musste Würmer und Hoden. Ach genau, ja, darum geht's ja. Die musste, während sie die Anweisungen gibt, musste die Tittenbitch so Tiere ins Maul nehmen. Hat immer so wie so ein Hamsterbäckchen das in die Backe gemacht. Da war eine große Made mit dabei, irgendein Wurm, ein Fischauge, ein Tausendfüßer, also, everything. So ein Wurm, der war so lang. Der war so lang. War wahnsinnig langweilig. Sie haben einen einzigen Stern haben sie geholt. Ja, mehr brauchen die auch nicht. Die kriegen eh wieder einen Affen. Genau, die haben sich heute noch einen Affen gebraten. Ja. Ne? So, und dann war zum Glück die Folge auch schon vorbei. Dann wurde einer rausgewählt. Wer ist rausgewählt worden? Na hier. Rolfe, jetzt mach's. Herrin, ja. Die Rolfe-Gedenkbrille ist jetzt weg, weil Rolfe ist raus, ihr süßen Mäuse. Morgen gibt es keine Nachlese, weil ich bin morgen leider auf einem Job gebucht in Hamburg und werde das Finale leider nicht gucken können. Aber wenn ihr mich, wenn ihr mich und die Herrin Deluxe irgendwie liebt. Dich und die Herrin Deluxe, okay. Mich und die Herrin Deluxe. Mhm. Folgt mir auf Facebook, dann machen wir noch so eine schöne Facebook-Nachlese. Da das freuen sich meine Beispiel, Fans bestimmt total genau, drauf. Ja. Ihr süßen Mäuse. Und dann startet bei das Nuttengucken. Germany's Next Topmodel am 12.02. Und dann gibt es wieder Nachlesen ohne Ende, ihr süßen Mäuse. Bis dann. I love you so much. Tschüss. Tschüss. Machen wir ein Selfie noch zusammen. Machen wir ein Selfie. Komm, wir machen ein Selfie live vor der Selfie-Kamera. Ich habe ja zum Glück diesen Selfie-Stick. Ich ziehe den noch weiter aus. Oh Gott, der ist so geil. Und dann brauche ich noch einen Schnabotka. Schnabotka. Ja. War das jetzt schon ein Selfie? Das war so ein Breitband-Selfie. WLAN, das Essen.